Name ist Christopher Kasulke. Ich bin Geschäftsführer von Handygames, eines der größten unabhängigen Spieleentwickler für Mobiltelefone auf dem Weltmarkt. Also Amazon für uns ist eines der großen fünf Firmen, die da draußen am Weltmarkt sind und wo die Endkunden vertrauen. Deswegen ist es für uns wichtig, natürlich auch bei Amazon unsere Spiele anzubieten. Fire Phone hat natürlich einen riesen Impact auf die Endkunden, weil man damit viele verschiedene neue Sachen machen kann. Und für mich war das Erste, was ich überlegt habe, wie können wir das in unsere Spiele mit einbauen. Dynamic Perspective verwenden wir für das gesamte Spiel, eben unser Stage Dive Legend. Damit steuern wir komplett das Spiel. Das heißt, ich bewege den Charakter auf dem Mobiltelefon mit meiner Bewegung. Also gehe ich nach oben, gehe ich nach unten, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts. Dementsprechend wirkt sich das auch im Spiel aus. Und damit steuere ich. Also ich verwende überhaupt nicht meine Finger auf irgendeinem Display. Und das ist natürlich was Einzigartiges. Für uns ist es ganz wichtig, auf Fire TV zu kommen, aus dem Grund, unsere Spiele sollen nicht nur auf Mobiltelefonen und Tablets erhältlich sein, sondern eben auch auf dem Big Screen. Also der Kunde soll, egal wo er ist, egal ob er unterwegs ist oder auch daheim im Wohnzimmer, auf Spiele von uns zugreifen können. Wir werden all unsere kommenden Spiele für Fire TV mit anpassen. Wir haben jetzt plötzlich keinen Touch mehr, auch wenn es interessant wäre für viele Kinder. Wir steuern jetzt eben mit einem Remote Control, eben recht einfaches System, oder mit einem Joypad. Und mit diesem Gamepad können wir natürlich auch die Spiele nutzen. Es ist einfach, das zu integrieren. Also jeder, der Android-Content hat, kann recht schnell auch auf die Amazon-Plattform wechseln.